Wir sind hier mittlerweile vor dem Dom angelangt, auf der sogenannten Papstterrasse. Papstterrasse aus verschiedenen Gründen. Zum einen hinter mir sieht man dieses Denkmal, das an den Weltjugendtag erinnert. Papst Johannes Paul II. Hat die Jugend der Welt nach Köln eingeladen. Papst Benedikt XVI., sein Nachfolger, hat die Jugend der Welt hier begrüßt. Und das war übrigens hier an diesem Ort, auf dieser Terrasse. Daran erinnert dieses Denkmal. Dann haben wir hier eine Gedenktafel, die an Papst Johannes den 23. erinnert. Dieser gütige Papst, der selig gesprochene und jetzt bald heilig gesprochene, er heißt mit bürgerlichem Namen, hieß er Roncalli, und er hat diesem Platz seinen Namen gegeben, Roncalli-Platz. Tja, und dann haben wir auch hier diesen Brunnen, den Petrusbrunnen. Da oben ist die Figur des heiligen Petrus zu sehen, wenn man so will, der erste Papst. In seiner Hand hält er zwei Schlüssel, erinnert an das Wort Jesu: Du bist Petrus, der Felsen, und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Ich übergebe dir die Schlüssel des Himmelreiches. Was du binden wirst auf Erden, das wird gebunden sein im Himmel. Also, Christus gibt dem Petrus eine ganz besondere Vollmacht. Nicht, weil er so ein toller Typ ist. Vergessen wir nicht, er hat Jesus verleugnet und ist weggerannt, als es ernst wurde. Aber dennoch setzt Jesus auf ihn und sagte: Ich gebe dir die nötige Kraft, die stärker ist als deine Schwäche. Und dann war es derselbe Petrus, der später Jesus bekannt hat und für ihn sich hat kreuzigen lassen, verkehrt herum, in Rom. Also die Gnade Gottes kann einen Menschen verwandeln. Und der Petrus von heute, der heißt Franziskus. Die Päpste sind die Nachfolger des Apostels Petrus. Auch ihnen sagt Christus: Du bist der Fels, auf den ich meine Kirche baue. Und ich gebe dir alle Kraft, die stärker ist als deine Schwäche. Wir haben großartige Päpste. Jetzt Franziskus, vorher Benedikt XVI., dafür Johannes Paul II. Und so weiter. Das war nicht immer in der Kirchengeschichte so. Wir hatten auch Päpste, die waren nicht so ganz ohne. Dennoch, die Gnade Gottes ist stärker. Und Gott bindet sich an Menschen, um in dieser Welt zu wirken. Und das ist der Grund, weshalb ich auch überhaupt kein Problem damit habe, als Bischof ein Gehorsamsversprechen dem Papst zu geben. Ich vertraue darauf, dass Christus sein Wort hält, bei seiner Kirche bleibt und dem Papst hilft, sein Amt so auszuüben, wie Christus es möchte, dass er in seinem Namen das Rechte lehrt und die Kirche eint. Der Papst ist derjenige, der dafür sorgt, dass die Kirche nicht auseinanderfällt, sondern die weltumspannende Einheit der Gläubigen bleibt.